Hallo, liebe Athleten der Judo-Schule, Roman Bauer und Gäste natürlich. Heute ist das Training für alle U10er, U12er und unsere Anfängergruppe. So wie es aussieht, werden wir uns im Dezember leider auch nur über ein Video sehen. Und wahrscheinlich müssen wir auch die Prüfung per Video machen. Da bekommen wir im Laufe der nächsten Woche, sobald wir mehr Infos haben, was wir dürfen im Dezember, per Newsletter dann genauere Infos, wie wir das machen. Also jeder, der Prüfung machen möchte, jetzt gleich von vornherein, bitte schaut euch die Programme an. Ich habe die alle auf unserem YouTube-Kanal drauf. Macht die durch. Ja, ihr könnt es mit dem Partner oder mit einer Puppe machen, so wie ihr daheim Platz und Möglichkeiten habt dazu, könnt die alle durchmachen. Bereitet euch schon mal vor, dass ihr die Prüfung wahrscheinlich daheim machen werdet. Okay, so heute ist unser Thema wieder die zwei Schritte, die ganz wichtig sind. Die müssen wir bis nächstes Jahr auf jeden Fall drauf haben. Alle U10 und U12 so schnell wie möglich. Ja? Dazu brauchen wir heute, es geht um Schnelligkeit, dazu brauchen wir heute fünf Markierungen. Ihr könnt da fünf Schuhe nehmen. Ihr könnt euch jetzt fünf Flaschen holen. Ihr könnt euch, keine Ahnung, fünf kleine Handtücher holen. Könnt fünf Bücher nehmen. Irgend sowas. Also ihr braucht fünf Markierungen. Ihr könnt genauso, könnt euch, wenn ihr es euch nicht merken könnt, so einen Zettel schreiben mit Zahlen 1, 2, 3, 4. Fünf brauchen wir nicht. Nur 1, 2, 3, 4, wenn ihr sie braucht. Ja. Könnt euch Zettel schreiben. Dann braucht ihr natürlich wieder eure Matratze. Oder eure Decke, ja, damit ihr ein bisschen beim Fallen ein bisschen eine Unterstützung habt, damit es nicht so weh tut auf eurem harten Boden. Ihr braucht einen vollgepackten Rucksack und natürlich einen Partner oder eure Wurfpuppe. Das benötigt ihr alles. Also heute braucht ihr recht viel. Sammelt euch schnell zusammen. Also ihr braucht entweder fünf Bücher, fünf Schuhe, fünf Hefte von mir aus. Mir völlig egal. Irgendwo könnt ihr nur fünf Zettel nehmen, geht auch. Ihr könnt euch fünf Zettel natürlich hinlegen, geht genauso. Könnt ihr auch durchnummerieren. Ich habe gerne die Markierungen, die sind mir so ein bisschen lieber. Und eure Puppe, ich räume das mal auf die Seite, wir brauchen da ein bisschen Platz. Jetzt so ein Rucksack, den könnt ihr voller Handtücher stopfen. Macht den halt irgendwie ein bisschen voll, dass der ein bisschen groß ist. Ihr könnt auch ein riesen Kissen nehmen, wenn ihr sowas habt. So ein Fatboy-Kissen oder sowas. Könnt ihr theoretisch auch nehmen. Müsst ihr euch halt nachher ein bisschen zurecht rutschen oder so. Also, ihr braucht irgendein Hindernis nachher zum Fallen. So, wenn ihr noch fünf Markierungen habt, dann legt ihr die mal in einer Reihe hin. Und zwar eine ganz nach hinten. Ist eure Heimat, eure Homebase. Dann legt ihr eins, zwei, drei Schritte weiter vor, so viel Platz wie ihr habt. Ja. Ich mache das bis kurz hier vor euch hin. So, seht ihr schon gar nicht mehr. Ja, bis hier. Ein bisschen weiter zurück, dass ihr alles seht. Legt in einer Reihe hin. Wenn es geht, macht es ohne Zettel. Ja, ich müsste euch nämlich Zahlenfolgen nachher merken und Zahlenfolgen nachher laufen. Die es nicht so gut können oder die sich sowas noch nicht merken können, das heißt, die ganz Jungen, die so 6, 7 Jahre alt sind aus dem Anfängerkurs, die können sich gerne so Zettel schreiben, die U12er, bitte ohne Zettel. Ja, die U12er sollten sich das nicht merken, die machen es ohne Zettel. Wenn die Zettel nimmt, hier ist die 1 vorne. Die 2, die 3 und die 4. Ja, so können wir es hinlegen. Also, alles, was U12 ist und auch ja, schon die alten U10er, die sollten eigentlich die Zettel nicht verwenden mit den Zahlen drauf. Sonst ist das ein bisschen zu einfach. So, wenn ihr das habt, stellt ihr euch zu eurer Homebase, ist da hinten, und jetzt gebe ich euch Zahlen vor. Ich rufe eine 3, das heißt, ihr sprintet zu einer 3
berührt da das, den Gegenstand, den ihr habt, rennt zurück über die Homebase. Dann sei schon wieder eine 1, dann geht noch bis zur 1. Wieder zurück, dann rennt er bis zu 4, weil ich 4 gesagt habe. Zack, wieder zurück. Und ihr dürft immer vorwärts laufen. Ja, immer vorwärts laufen. Okay? So ist die Aufgabe. Jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Abstände. Das heißt, bei manchen, ihr müsst manchmal ein bisschen schneller sein. Manche haben vielleicht eine kleine Pause. Ja, ich muss das so ein bisschen, ich laufe so ein bisschen mit, dass ich ungefähr ein Gefühl bekomme, wie schnell ihr sein müsst. Wir machen das Ganze eine Minute. Das ist mal die einfache Aufgabe. Und dann machen wir es ein bisschen schwieriger. Okay, also, wir haben hier, ich vergleiche nochmal, 4 Markierungen. Die ganz kleinen dürfen sich 1, 2, 3, 4 die Nummern hinlegen. Ganz hinten ist die 5. Markierung. Die muss so weit wie möglich weg sein. Wir können da auch keine nehmen. Wir können auch eine Türe nehmen und können da immer hinklatschen, wenn da hinten eine Türe ist. Dürft ihr natürlich auch nehmen. So, nochmal die Aufgabe, immer zu der Zahl rennen oder zu der Markierung rennen, die ich sage. Wenn ich 1 sage, renne zu 1. Wenn ich 4 sage, renne bis zu 4. Und immer wieder ganz zurück bis zu eurer Heimat. Ja, bis zu eurer Homebase hier. Okay? Seid ihr soweit? Und dann starte ich hier den Countdown. Achtung, es geht los. 2! 3, 1, 4, 3, 4, 2, die 3, 4, die 1, die 2, 4, die 3, die 2 und stopp. Gut. Jetzt habt ihr verstanden, wie es geht? Jetzt haben wir das gleiche wieder, nur diesmal rennt ihr vorwärts hin, berührt es und rennt rückwärts zurück, berührt es. Okay? So, fertig. Und los geht's. Countdown läuft. Die 2. Bis zu 2. Und zurück. Die 3. Und los vor zu 3. Berühren, rückwärts zurück. 4. Und wieder zurück. 2. Und 1. 4. 3. 4. Zwei. Zwei. Vier. Eins. Und stopp. Gut. Ich muss ein bisschen Pause machen. Mir tut wieder mein Fuß weh. Deshalb werde ich jetzt euch bei der zweiten Runde, ist eine schwierigere Aufgabe ein bisschen. Und zwar, jetzt gebe ich euch 10er-Zahlen. Ich sage zum Beispiel 14. Dann rennt ihr zu 1, rennt zurück, jetzt nur vorwärts rennen, rennt zu 4, rennt zurück. Ja, so. Wenn ich sage 41, dann zuerst zu 4, zurück und dann zu 1, zurück. Also mitdenken, ja, und gut zuhören.
Also, seid ihr bereit? Und die Zeit läuft. 12. Schnell, 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 zu 1, zurück und zu 2 und zurück. 13. Schnell zu 1, zurück, die 3, zurück. Und die 23. Erst zu 2, zurück, dann zu 3, zurück. 42. 41. 13. 1 und so 3. 23. Zu 2. Rühren und zu 3. 32. Erst zu 3. Dann so 2 und noch die 11. Zweimal zu 1. Sehr gut, super. Okay. Nächste Runde. Jetzt wieder vorwärts, rückwärts. Das heißt, wir rennen vorwärts hin, berühren und rennen rückwärts zurück. Selbes System. Das heißt, ich sage euch immer, Zehnerzahlen. Und genau in dem Rhythmus, wie ihr sie aufschreibt, müsst ihr loslaufen. Ich sage es für die 6-7-Jährigen, die in der ersten Klasse sind und das vielleicht nicht wissen, wie man das schreibt, sage ich immer noch die Zahlen kurz in der Reihenfolge mit. Dann seid ihr bereit? Vorwärts hin, rückwärts zurück. Und los geht's. 21, zuerst zu 2 und dann zu 1. Die 31. Erst zu 3, dann zu 1. Die 43. Erst zu 4, dann zu 3. Komm, ein bisschen schneller. Die 13. 1 und 3. Die 33. Zweimal auf die 3. Die 34. 3 und 4. Die 12. Schon vorbei. Nochmal die 12 laufen, aber zu Ende laufen. Sehr gut. So, jetzt machen wir das Ganze auf alle Viere. Das heißt so, Hände und Füße, ja, und dann lauft ihr da bis zu dem Punkt und dann lauft ihr rückwärts zurück, ohne Umdrehen. Vorwärts hin, rückwärts zurück. Wir machen nur Einserzahl. Nur Einserzahl. Eine Minute. Fertig. Und los geht's. Die drei. Die 2. Die 4. Ganz weit vor, bis zum letzten Hütchen. Und rückwärts zurück. Die 1. Und nochmal die 1. Die 3. Und die 2. Und stopp. Okay, jetzt verschieben wir die Hütchen. Jetzt machen wir einen Fächer. Ich nehme jetzt mal die Zahlen weg. Ich muss das so ein bisschen merken. Ich hoffe, ihr kriegt das hin vom Platz her. Jetzt geht es nur ein bisschen rechts und links. Ja? Das heißt, die 1 stellt ihr ganz nach links. Nehme es ein bisschen weiter vor, dann seht ihr es besser. So. Die 2 daneben. Die 3 ein bisschen rüber.
Und die vier ganz nach rechts, so wie ihr lest. Ja, von links nach rechts. Okay. So, ihr startet hinten wieder. Bei eurer Homebase. Jetzt nehmt ihr mal die Zettel weg. Jetzt müsst ihr euch merken, was ich sage. Wir machen jetzt sofort Zehnerzahl. 1, 2, 3, 4. Wenn ich sage 14, renne ich zuerst zu 1, zurück und zu 4 und zurück. Okay, also jetzt rechts, links. Okay, wir starten. Ich nehme die Uhr, ich pausiere wieder ein bisschen. Das Bein tut noch ein bisschen weh unten. Fertig. Und 23. Erste 2, dann zu 3. 14. Ganz links und ganz rechts. 1 und 4. 13. Ganz links zu 1. Zurück zu Base. Und zu 3. Zurück zu Base. Die 41. Erst zu 4, dann zu 1. Zuerst nach rechts, dann nach links. Die 42. Erst zu 4, dann zu 2. Und die 31. Erst zu 3, zurück, dann zu 1. Gut, und stopp. Okay, als nächstes vorwärts, rückwärts wieder. Vorwärts hin, immer tief gehen beim Berühren, rückwärts zurück. Tief gehen beim Berühren. Vorwärts hin, berühren, rückwärts zurück. Wir machen wieder. Zehnerzahl. Achtung, wir starten mit der 24. Genau, richtig. Erst zu 2, zurück, dann zu 4. Immer tief gehen, berühren. Die 32. Erst zu 3, dann zu 2. Die 14. Erst zu 1, dann zu 4. Die 24. Erst die 2, dann die 4. Die 31, das ist 3, rückwärts immer zurück jetzt, ja, berühren und vorwärts wieder hin, zur 1, die 14, nochmal die 1, schnell zurück, dann zur 4, jawohl, die 24, erste 2, rückwärts zurück und zur 4, gut. Und stopp. Okay. So, jetzt kommt ihr ein bisschen drauf an, dass ihr Platz habt. Wir bauen jetzt ein Viereck auf, beziehungsweise bauen jetzt, wie auf dem Würfel, eine 5. Wir legen die Homebase in die Mitte. So. Und die anderen legen wir außen rum. So wie ihr Platz habt. Ich habe jetzt hier 4 mal 3, 12 Quadratmeter, ungefähr. Habt ihr vielleicht ein bisschen Wohnzimmer, wenn ihr viel Platz habt? Wenn nicht, dann lasst als Fächer vorne, wenn ihr das nicht hinbekommt. Ja, dann müsst ihr halt nochmal so in der Richtung laufen. So, ihr müsst euch wieder, ja, die Zahlen merken, die ich gegeben habe. 1, 2, 3, 4, so im Kreis. Also links von Mann, links vorne ist die 1. 2, 3, 4. Hier ist unsere Homebase. Ja, das ist unsere Heimat hier. So, jetzt immer das, was ich sage, da rennt die hin, dreht euch, rennt vorwärts hin. Wenn ich 4 sage, zack, zu viel drehen, berühren, zurückkommen. Okay? Es geht jetzt recht schnell, weil wir nicht so viel Platz haben jetzt zum Laufen. Ja, deshalb geht es jetzt schneller, die Zahlen. Müsst ihr euch gut merken. Okay, wir legen los. Fertig? Einzelzahlen. Keine Zehnerzahlen, Einserzahlen. Und 3, 2, 1,
4. Die 2. Die 3. Und die 1. Die 1. Nochmal die 1. Die 4. Die 3. Nochmal die 3. Und nochmal zurück zu 4. Zu 2. Zu 1. Zu 2. Zu 1. Zu 3. Zu 4. Und stopp. Sehr gut. Okay, wieder Luft holen. Ganz schön anstrengend, ja? Für mich nicht so, aber für euch hoffe ich doch mal sehr. Ich würde gerne mitmachen, aber wirklich, der Fuß, der wird nicht besser. Jetzt sind zwei vorne, zu der 1 und zu der 2. Rennt ihr immer vorwärts. Ja? Zu 3 und zu 4 rennt ihr rückwärts. Okay, also jetzt nochmal eine Nummer schwieriger. Zu 1 und zu 2 vorwärts, zu 3 und zu 4 rückwärts. Wenn ihr so ein Hütchen verschiebt oder sowas, nicht schlimm, merkt euch einfach, wo die Stelle war und dann berührt ihr einfach den Boden. Okay, eine Minute. Seid ihr bereit? Gut, und 3, rückwärts gehen. Bis zu 3. 1. Vorwärts. 2. Vorwärts. 4. Wieder zur Homebase, geht natürlich immer Gegenrichtung. 1. Die 2. Und nochmal die 1. Die 3. Rückwärts. Die 3. Die 1. Die 3. 2. 4, die 2, die 4, die 2, die 1, die 4, die 3, die 2, die 1, die 4, die 2, und stopp. Gut. So, letzte Aufgabe. Jetzt sage ich euch, nee, vorletzte Aufgabe. Wir machen noch eine Stufe schwieriger. So, dasselbe wieder. Zu 1 und 2 läuft er vorwärts. Zu 3 und 4 rückwärts. Jetzt gebe ich euch wieder diese Zehnerzahlen. Also bei 12 rennt ihr vorwärts zu 1, rückwärts zur Base, vorwärts zu 2, rückwärts zur Base. Okay. Gut aufpassen. Es geht los. Und wir nehmen die 31. Rückwärts zu 3. Vorwärts zur Base. Ab zu 1. Rückwärts zur Base. 42. Rückwärts zu 4. Zur Base. Zu 2. Zur Base. Gut. 13. 1 und 3. 23, 2 und 3, 41, 4 und 1, die 12, 1 zurück, 2 zurück, die 34, 3 und 4, die 43, umgekehrt, 4 und 4. Vorwärts hin, 3 und wieder zurück. Die 13. 1 und durchstand zu 3. Perfekt, super. So. Jetzt haben wir 100er Zahlen. Das heißt, ihr müsst euch drei Dinge merken, ja, was ihr machen müsst. Letzte Runde jetzt. Das ist jetzt für die U12er. Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Für die Anfänger vielleicht, die 6, 7 Jahre alt sind, ist das schwer machbar. Ja? Ich sage aber da immer dann die Zahl. Okay? Wir fangen an mit der 341. Zu 3 rückwärts. Zur Base. Zu
Zur 4 rückwärts. Zur Base. Zur 1 rückwärts. Zur Base. Die 233. Zur 2. Zur Base. Zur 3. Zur Base. Zur 3. Zur Base. Die 123. Zur 1. Zu 2, zu 3 und wir nehmen die 311. Einmal zu 3, zu Base und dann zweimal zu 1. Jawohl. Die 244. Einmal zu 2, dann zu 4, zweimal. Und die 312. Erst zu 3, dann die 1. Dann die 2 und noch die 443. 4, 4 und 3. Gut und stopp. Sehr gut. So, dann kurz was trinken. Ihr könnt dann eure Markierungen aufräumen. Das könnt ihr auch selber machen, ohne meine Kommandos. Ja? Nehmt ihr eine Stoppuhr, überlegt euch die Zahlen und dann geht's los. Eure mal langsam zusammen. Eure Decke oder eure Matratze. Wir kommen zum Fallen. Fallen, wir fangen wie immer an. So ist im Rückwärtsfallen. Wir machen es jetzt ein bisschen schneller. Ich nehme da nicht mehr so viel Zeit dafür. Das muss jetzt langsam sitzen. Ihr könnt ja mit den Videos immer wieder jeden Tag trainieren. Ja, ist anders wie wenn wir keine Videos haben. Dann müsst ihr immer 1, 2, 3, 4 Mal die Woche ins Training kommen. Aber jetzt in diesen Videos habt ihr den Vorteil, ihr könnt es jeden Tag machen. Sogar zweimal am Tag. Ja, es muss jetzt also schon sitzen, das Rückwärtsfallen. Vor allem die, die beim nächsten Mal die Prüfung machen wollen. Okay, 30 Sekunden lang Rückwärtsfallen. Und wir starten los. Ich mache langsam mit. Wir können es selber so schnell machen, wie ihr könnt. Aber sauber. Kein 100-Meter-Lauf. Es geht um eine Prüfung. Es geht um eine Gurtfarbe, die ihr da, um die neue Gurtfarbe, die ihr erreichen könnt. Seid sauber fallen, mit Spannung, nicht wie ein Sack. Gut, ihr habt noch ein bisschen Zeit, noch ein paar Mal. Ah, schon rum. Gut. Dann kommen wir zum Seitwärtsfallen. Für die Anfänger erkläre ich das nochmal. Stellt einen Fuß auf eure Decke oder Matratze und genau diesen Fuß, den schiebt ihr weg, den schiebt ihr runter von der Matratze und dann kippt ihr auf die Matratze drauf, Kopf nach unten, tief gehen, der Arm ist gestreckt, mit langem Arm abschlagen und dann wie ein Strich liegen, alle Muskeln anspannen. Nicht mit dem Ellbogen aufknallen, da fehlen euch die Kissen, beziehungsweise die Muskeln fehlen euch, lange Arm. Rechts und links gleichzeitig. Los geht's. Immer Seite wechseln. Genau, immer rechts, links, Kopf nach unten. Runter kreuzen, tief gehen. Fallen. Gut, und stopp. So, dann die Judo-Rolle vorwärts. Ich mache jetzt mal die Matratze weg. Wir haben hier Matten, ich habe die nur als Beispiel für euch. Obwohl, für manche von euch ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich die mal liegen habe, wenn ich die noch mal liegen habe, dass sie noch mal da. So, wir rollen es rechts vorwärts. Das heißt, ihr geht mit dem rechten Fuß auf eure Decke oder Matratze drauf,
Macht mit der linken Hand eine Stütze. Macht aus dem rechten Arm, der zu nichts macht, ein Rad, das heißt so halbrund. Unter die Stütze rein, Kopf geht nach hinten. Ihr schaut mit den Augen über die Stütze nach hinten. Ich schaue den roten Vorhang an. Jetzt drücke ich mich mit den Beinen nach vorne. Rolle, steh auf. Ihr schlagt mit der Stütze ab. Ja. Beidseitig. Anderes Bein, linkes Bein jetzt drauf. Stütze, Rad, Kopf nach hinten abdrücken. Und stehen. Umso schneller, umso mehr ich abdrückt, umso besser rollt ihr. Okay? Wir erhöhen die Zeit ein bisschen auf 45 Sekunden. Ihr braucht übrigens nicht immer, wenn ihr jetzt so eine Decke habt, ja, braucht ihr nicht immer zurücklaufen. Das machen manche, ich weiß nicht warum. Ihr könnt, nachdem ihr gefallen seid, das mache nur ich, damit ihr es besser seht. Wenn ihr jetzt gefallen seid, könnt ihr euch gleich umdrehen und das Ganze hier zur anderen Seite machen. Wieder umdrehen, zack und fallen. Also nicht immer hier außen rumlaufen. Das braucht zu lange. Und los geht's, Zeit läuft. Auf die Matratze einen Schritt machen. Stütze, Rad, Rolle. Stütze schlägt immer ab. Schritt drauf, Stütze, Rad, Rolle. Stütze schlägt immer ab. Jetzt mache ich aber diesen Matratz immer weg. Gut, und stopp. So, ich habe die Matratze schon weggeräumt. Ihr lasst sie bitte da. Ihr braucht die noch. Mich stürzt nur hier. Deshalb lasst sie bitte da. Was ihr jetzt holen müsst, ist euer Rucksack oder euren Schulranzen oder eine Sporttasche, irgendwie sowas. Ja? Und legt die da so hin. So, jetzt stellt ihr, steht auf dem Schulhof. Ja, auf den Rucksack hinter euch hingestellt. Ich kann einmal hier hinstellen, hier auf der Bett stehen. Ja. Okay, egal, das hinlegen. So, ich unterhalte mich da mit einem, ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Und plötzlich schuckt er mich hoch. Oh, jetzt falle ich meinen Rucksack drüber. Bumm. Aufpassen, wenn ihr fallt. Nicht mit dem Kopf auf den Boden knallen. Also nochmal, ich zeige es mal rückwärts. Ihr steht so und enthaltet euch mit einem Freund oder sowas und plötzlich schubst er euch und ihr stolpert über euren Rucksack drüber. Ja? Weit nach hinten lange Arme abschlagen, nicht so landen. Denkt nochmal dran, für die Anfänger, die Ellbogen haben keine Kissen, die haben keine Muskeln dran, die euch schützen, da knallt sofort der Knochen auf den Boden. Arme lang, sauber abschlagen, da wo der Popo ist. Okay. Auch da machen wir 30 Sekunden. Ihr könnt schon loslegen, wenn ihr wollt. Ja, Zeit läuft. Also immer dran hier. Könnt auch hin und her machen, braucht nicht immer drüber laufen. Hups, da schubst mich die Stolpe. Hingefallen. Kopf hoch. Nicht mit dem Kopf auf den Boden knallen. Ja, wenn ihr eine Matratze habt, ist das ja nicht so schlimm. Aber macht mal die Matratze weg. Da kann es sehr weh tun. So. Wird geschubst, stopp. Oh. Fall über meinen Schulranzen drüber. Gut, und stopp. Das gleiche jetzt. Mit der Judo-Rolle vorwärts. Du stehst so da. Irgendwas steht vor mir. Keine Ahnung, wir nehmen natürlich unseren Schulranzen. Und einer schubst mich von hinten. Hopp. Ja. Ich werde geschubst. Ich stoße mit meinem Fuß an den Schulranzen. Macht dahinter die Stütze, das Rad, Kopf nach hinten und rolle über meinen Schulranzen drüber. Zeig es von der Seite. Wird geschubst, hopp, ich stoße gegen was. Hinter dem Gegenstand, Stütze, Rad, rolle. Okay, immer hin und her.
30 Sekunden lang, los geht's. So. Oh. Und die letzten Sekunden laufen, geht noch einmal. Gut, sehr gut. Können Rucksack wegtun. Was trinken. Und wir kommen zum Judo-Teil. Da holt eure Puppe oder euren Partner. Wenn ihr einen Partner habt, müsst ihr nachher diesen Teil nochmal angucken. Weil ich zeige es jetzt immer mit der Puppe. Ja? Somit zeige ich es immer nur einmal. Ihr solltet es ja nicht beide machen. Also, schauen wir mal die Markierungen. Ihr könnt auch nochmal eure Flaschen runterholen, habe ich ganz vergessen. Brauchen wir noch. So, das waren unsere Füße von unserem Gegner oder von unserem Partner, wenn der so da steht. Und wir haben jetzt Wert gelegt auf die zwei Schritte. Immer wenn ihr euch dran, wenn ihr euch nochmal dran in, was wir gemacht haben, zwei Schritte ideal, so seid ihr am schnellsten beim Werfen. Ja, nicht drei, auch nicht einen, bei einem steht er oft ein bisschen Servolkreuz drin, da kann der sehr gut einen Gegenangriff machen. Wenn ihr drei seid, ist er zu langsam, da greift er sicher schneller an. Deshalb zwei Schritte sind ideal. Nochmal, wenn ihr rechts rum eintritt, rechts rum heißt, ich kann ihm beim Eindrehen mit der rechten Hand eine Backpfeife geben, ja, das rechts rum, wenn ich links rum eindrehe, kann ich mit der linken Hand eine Backpfeife geben. Also, wir drehen rechts rum ein, zuerst. Das heißt hier, rechter Schritt bis zum Fuß, zweiter Schritt fast bis zwischen die Beine und dann dreht sich der andere so auf der Stelle. Ja, dann steht ihr perfekt drin für eine Eindrehtechnik zum Werfen. Dann geht ihr andersrum raus, links zuerst, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Ja, das könnt ihr euch immer auch vorsagen. Okay? Rechts, links. Jetzt kann ich hier mein Okoshi zum Beispiel werfen und gehe links, rechts wieder raus. Rechts, links, links, rechts. 30 Sekunden diese Bewegung. Und los geht's. Rechts bis zum Fuß, links, rechts, hinten rein und wieder zurück. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Sagt sie mal wie vor. Schauen wir die Zehen. Zeigen nachher in dieselbe Richtung, wenn ihr eingedreht habt. Ja? Zeigen wir mal alle jetzt leicht nach links. Okay, und stopp. So, andere Seite. Wir das probieren. Links, rechts. Rechts, links. Links, rechts. Rechts, links. Links, rechts. Rechts, links. Okay. Und es geht los. Links, rechts. Rechts, links. Links, rechts. Die ist natürlich jetzt schon können. Ja? Die können das schneller machen. Die U12er, die müssen das bam, 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 bam. Da müsst ihr mindestens in 30 Sekunden mindestens 30 Eingänge schaffen. Das Minimum ist ausreichend, schon nur die 4. Ja? Okay? Alle anderen dürfen das gerne langsam machen. U10er, Gelb-Weiß-Kurde, Anfänger, das langsam machen. Aber die U12er können schon richtig Gas geben da. Okay, und stopp. So. Jetzt haben wir die Schritte. Die sind eigentlich das Schwerste, was wir haben. Und machen. Komm jetzt, wir nehmen jetzt mal so einen Wurf auseinander. Und zwar, die Zeit wieder hier. Und zwar,
Welche Schritte sind beim Wurf wichtig? Das Erste, was ihr macht, ist natürlich zufassen und den Partner zu euch ranreißen. Ja? Seid mal zur Seite. So, steht schon. Wie wenn ich rechtsrum den ersten Schritt gemacht habe, so stehe ich schon da. Und jetzt habt ihr den Partner in unserem ersten Stockgriff, das heißt der Ogoshi-Griff, unterm Arm auf dem Rücken. Und jetzt macht ihr 15 Sekunden lang diesen Anriss. Ihr reißt ihn immer zu euch ran. Und guckt auf meine Augen. Ich ziehe den Arm hier hoch. Und dann schaue ich hier. Ich habe hier ein Armband dran, sage ich mal. Schaue ich immer auf meine Armbänder und nicht so machen. Ja, sonst stellt ihr den noch fest auf seine Füße, sondern ihr reißt den hoch. Ja, wenn ihr eine kleinere Puppe habt, dann ist in Luft, dann müsst ihr halt immer so machen. Ja, müsst ihr halt halten, 15 Sekunden lang. Diese Bewegung. Danach, wenn er anreißt, kommt diese Schritte. Das heißt, ihr macht dann 15 Sekunden lang nur die Schritte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. In dem Fall jetzt drehen wir gerade noch rechts rum ein. Das heißt rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts. Und dann, vorletzter Teil, hebt ihn aus. Das heißt, ihr müsst jetzt. Kommt alle zusammen, Anriss, Schritt, so kann ich nicht ausheben, so kann ich die Puppe nicht werfen, sondern ich muss tief gehen, ausheben und wieder hinstellen. Anderer Schritt, tief gehen, ausheben. Das sind die nächsten 15 Sekunden. Und dann werft ihn in 15 Sekunden mindestens dreimal. Das heißt hier, der letzte Schritt. Anriss, tief gehen, hoch. Bam. Heb ihn auf. Andere Schritte, tief gehen, hoch. Bam. Okay. So, also die ganze Übung geht eine Minute. So. Erst anreißen. Zweiter Schritt. Beim dritten mit ausheben. Und beim vierten 15 Sekunden werfen. Ja? So, ich versuche ein bisschen mit Uhr und mit Ding mitzumachen. So, seid ihr bereit? Den Mann, der Ogoshi-Griff, unterm Arm durch. Ich habe oben drüber, ich muss auf die Uhr gucken. Seid ihr bereit? Und los jetzt. Anders. 15 Sekunden lang. Schön Arbeit. Immer auf die Uhr gucken. Kommt schon weiter, weiter, weiter. Noch 5 Sekunden anreißen, 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 anreißen. Und jetzt die Schritte, nur die Schritte. 15 Sekunden lang. Rechts, links. Links, rechts, raus. Rechts, links, rein. Links, rechts, raus. Und jetzt ausheben. Andere Schritte tief hoch. Andere Schritte tief hoch. Weiter. Andere Schritte tief hoch. Andere Schritte tief hoch. Und jetzt werfen die letzten 15 Sekunden. Andere Schritte tief. Bam. Und gleich nochmal. Noch 10 Sekunden habt ihr. Noch 5. Und stopp. Sehr gut. Wenn das für die Anfänger jetzt zu viel war, guckt ihr das Video danach einfach nochmal an oder morgen nochmal an. Und dann macht ihr es selber nochmal. Ja? Also das Anriss, Schritte, ausheben, Wurf. Ja? So, zur anderen Seite. Da müsst ihr bei mir alles beidseitig können. Und da haben wir immer die Schlangentechnik. Schlangentechnik heißt, ich halte da das Revier fest. Ja? Und dann dreht ihr zur anderen Seite ein. Okay? Also zur anderen Seite. Ich mache wieder Ogoshi. Ja? Das heißt, hier zuerst Anriss. Wenn ich den ersten Schritt schon gemacht habe, stehst du drin, halt aber das Revers fest, nicht den Arm.
Jetzt anreißen. Am Revers anreißen. Auch hier wieder auf die Uhr gucken. Nicht nach unten ziehen. Der holt den hoch. Ja, wenn ihr eine kleinere Puppe habt, müsst ihr die richtig hochziehen. Danach kommen wieder die Schritte. Ja, nur die Schritte. Links, rechts. Rechts, links. Links, rechts. Rechts, links. Links, rechts. Rechts, links. Nach den Schritten ausziehen. Anriss. Links, rechts. Tief hoch. Partner schön weg vom Boden. Dann rechts, links raus und nochmal. Anriss. Links, rechts, tief hoch. Und zurück. Und nochmal. Ja? Und danach dreimal werfen. Okay? Ich guck wieder auf die Uhr. Seid ihr bereit? Ich muss kurz meine Puppe zurechtziehen. So. Die es können, können natürlich auch gern einen Wurf machen. Dürfen auch gern oben drüber und dürfen auch gern die Pensionage machen. Geht auch. Ja, also könnt ihr auch gern machen. So, seid ihr bereit? Fertig. Und los geht's. Nur anderes. Stehen und anreißen. Immer auf die Uhr gucken. Schön hochziehen. Das Revers. Noch 5 Sekunden. Weiter, 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 weiter. Anriss. Und jetzt die Schritte. 1, 2. Und wieder raus. Links, rechts. Und wieder raus. Links, rechts. Und wieder raus. Links, rechts. Und wieder raus. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt mit Ausheben. Links, rechts, tief hoch. Links, rechts, tief hoch. Anriss. Links, rechts, tief hoch. Richtig ausheben, den Partner. Und jetzt zum Wurf. Dreimal werfen. Anriss. Links, rechts, tief hoch. Bam, durchfeuern. Dreimal werfen. Los geht's. Noch 5 Sekunden habt ihr. Und stopp. Gut. So, diese Übung könnt ihr mit allen unseren 6 Haupttechniken, das heißt die 3 in eure Lieblingsrichtung, die 3 Haupttechniken und mit den 3 Schlangentechniken könnt ihr diese Übung machen. Immer anderes, Schritte, anderes Schritte ausheben, andere Schritte ausheben, Wurf, puff. Ja? Da habt ihr alles drauf, was ihr für einen Wurf braucht. Das ist auch wichtig natürlich für die Prüfung, ja, diese Eintrittbewegung. Sehr, sehr wichtig, bitte. Ja, das bitte immer üben. So, wir kommen noch zum Boden. Wir haben vorletzte Woche haben wir die 4 Haltegriffe gemacht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben dann einen Angriff aus der Rückenlage gemacht. Ja, das war mit so einem zack, zack, Arm rüber und festgehalten. Das wiederholen wir heute nochmal. Ja, heute machen wir aber pro Haltegriff jeweils einen dazu, einen zusätzlichen Haltegriff dazu. Das heißt, wir machen heute statt 4 8 Haltegriffe. Ja. So, ich zeige euch immer 4 Stück. Und die übt ihr dann kurz, macht ihr kurz durch, dann zeige ich die nächsten 4. Also wir starten mit dem Fernsehhaltegriff, also wie ich es bei den Anfängern ab und zu mal nenne, mit dem Käsegatame. Seid ihr seitlich liegen, hier in den Bildschirm gucken, ja? Die Hand mit deren Kopf abstützt, geht hier unten drunter, mit der anderen Hand spannt den Arm ein, oberes Bein geht nach hinten zur Stütze, Kopf runter. So. Eine zweite Art davon ist die Hand weg vom Kopf und schiebt diese Hand unter seinen Arm durch. So. Okay, also ich zeige es nochmal. Ihr seid so, Arm und Kopf, Bein oben weg,
Kopf runter. Zweiter Haltegriff aus der Gruppe Kesa Gatame, so heißt die Gruppe. Unteren Arm drunter, Hand könnt ihr so aufstützen, Kopf nach unten. Ja, das sind zwei Kesa Gatames. Dann gehen wir aus dem Kesa Gatame in den Reiterhaltegriff. Reiterhaltegriff, ihr seid da wie auf einem Pferd drauf sitzen. Ja. Wieder, wir starten mit Hand unterm Kopf. Beine unten verschränken, draufliegen. Der zweite Haltegriff ist, da wo ich den Arm festhalte, den schiebe ich zwischen seinen und meinen Kopf. Klatsch in die Hände, halt da fest und meinen Kopf nach unten. Also, erster Haltegriff, wie bei Kesa Gatame, Arm und Kopf. Arm hier einspannen. Zweiter Haltegriff, zwischen unserem Kopf, die Hände klatsche festhalten. Die Haltegriff heißt Tate Shio Gatame. Tate Shio Gatame. Müssen alle Gelbgurte definitiv können. Ich glaube, Gelb-Orange müssen hier alle acht Haltegriffe mal vormachen. Okay? Tate Shio Gatame. Ja? Also, alle vier nochmal durchmachen. Ihr habt dazu eine Minute Zeit. Achtung. So. Also, wir starten mit Kesa Gatame. Zweiter Haltegriff. Zweiter Kesa Gatame. Hier. Dann gehen wir zum Reiterhaltegriff. Drauf sitzen. Tate Shio Gatame. Arm und um Kopf. Anderer Arm einspannen wie zu Kesa Gatame. Sieht also oben aus wie der erste Kesa Gatame. Zweiter Haltegriff, Arm rüber, den ich festgehalten habe, zwischen Kopf und meinen Kopf einspannen, Hände klatschen, festhalten. Gut, noch einmal die vier durchmachen. Wer schneller kann, kann auch zweimal natürlich durchmachen. Und dann gehen wir gleich weiter zu unseren nächsten zwei Haltegriffen. Noch 10 Sekunden ab da. Gut, und stopp. Okay, dann gehen wir über zum Kreuzhaltegriff. Kreuzhaltegriff heißt, ich liege drauf wie ein Kreuz, wenn ihr von oben drauf guckt. Mein Partner liegt so, ich liege so. Ja, ich drehe mich jetzt ein bisschen zu euch, dann seht ihr es besser. So, die Haltegriffgruppe heißt Yoko Shio Gatame. Yoko wie Joghurt. Ja, Yoko Shio Gatame. Könnt ihr so ein bisschen merken. Also, erster Haltegriff. Draufliegen. Den Arm umarmen wie ein Teddy, den ihr ganz doll lieb habt. Kopf nach unten festhalten. Brust auf Brust liegen. Ja, denkt dran, nicht Bauch auf Bauch, sondern Brust auf Brust. So, der zweite Haltegriff davon ist ein bisschen schwieriger. Arm und Kopf. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat zwei Beine. Ein Bein hier, ein Bein so. Ihr greift zwischen die Beine. Wenn ihr jetzt einen richtigen Partner habt, ist das viel besser. Ja, ihr könnt das besser üben als mit der Puppe. Aber es geht trotzdem. Ihr geht zwischen die Beine unten durch. Fast an den Arm. Und halt ihn jetzt fest. Das ist der Haupt-Yoko Shio Gatame. Noch einmal. Arm um Arm wie ein Teddy, Brust auf Brust, liegen Kopf runter. Ihr bleibt Brust auf Brust, ein Arm um den Kopf, ein Arm zwischen die Beine und den Arm holen und festhalten. Letzter Haltegriff. Wir gehen an den Kopf hoch. So, wir liegen neben dem Kopf. Die Arme rutschen unter dem Partner so durch. Seht ihr, da kommen die raus. Unter den Arm des Partners rutschen die durch, bis zum Gürtel. Und dann gehe ich mit meinem Ohr auf sein Herz und halte ihn ja fest. Heiligtum heißt Kami Shio Gatame. Kami Shio Gatame. Kami wie kämmen. Vielleicht könnt ihr euch jetzt auch merken, Kami wie kämmen.
Die zweite Art davon ist eigentlich ein Umdreher. Den machen wir bis nicht, weil der ein bisschen schwierig ist mit der Puppe. Das heißt, ihr lasst den Gürtel los und fasst ans Revers und nehmt den Kopf von ihm nach oben, so, den legt er auf eure Schulter und jetzt zieht er am Revers den ganz nah zu euch ran. Ja? Auch Kame Shiogatame. Also noch einmal. Nummer 1. Unter den Armen durch. In den Gürtel. Kopf runter, Herz abhören. Nummer 2. Ihr lasst den Gürtel los. Greift in die Revers. Sein Kopf holt ihr nach oben. Den legt ihr auf eure Schulter. Und jetzt zieht ihr in so einem Revers zu euch ganz nah ran. Das ist eigentlich eine Umdrehtechnik, die wir dann auch nochmal machen, aber die machen wir im richtigen Training. Okay? Dann habt ihr jetzt 8 Haltegriffe. Ja? Die Anfänger müssen nur 2 davon zeigen. Die müssen ein Käsegatame, ein Yokoshi-Gatame zeigen. Aber ihr könnt ja schon mal alle 8 mal durchmachen. Schadet euch nicht, wenn man dann einen Bodenkampf macht, dass ihr ein bisschen mehr könnt. So, Zeit läuft. Los geht's. 1 Minute lang. Ich zeige es nochmal vorne mehr langsam. Die, die es schon können, bitte schneller. Braucht eure Puppe nicht drin, ich drehe nur, damit ihr das seht. Über den Kopf, an den Gürtel. Hände ans Revers. Unterm Kopf, Revers unter euch drunter ziehen. Das ist ein sehr unangenehmer Haltegriff, wenn er da mal drin liegt. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Okay, noch 10 Sekunden. Sehr gut, und stopp. Gut. So, letzte Technik, die wir letztes Mal gemacht haben. Mal gucken, so von der geht noch. Wir liegen gut in der Zeit. So, der Partner greift mich von vorne an. Der schiebt mich sozusagen. Und ich verteidige diesmal nicht, indem ich auf den Bauch falle, sondern lass mich von dem schieben und lass mich nach hinten fallen und klammer ihn zwischen meine Beine. So ist das kein Haltegriff. Ja, für alle Anfänger, wenn ihr einen geklammert habt hier, ist kein Haltegriff. Und jetzt müsst ihr nochmal sehen. Ich schaue ein bisschen hoch, dann seht ihr es besser. Da ist jetzt ein Arm. Ja, da hat eine Stütze, wenn ich mich dahin drehen will. Ich nutze das jetzt für einen Angriff. So, wenn ich mich dahin drehen will, hat er da den Arm als Stütze. Wenn ich in die andere Richtung drehen will, hat er da einen Arm als Stütze. Also muss ich die Stütze wegmachen. Ich nehme diesen Arm, schiebe ihn wie bei dem Haltegriff, vor dem wir gemacht haben, Tate Shiogatame, zwischen sein und mein Kopf, klatsch in die Hände, mach meine Beine lang und hake ein Bein so unter. Jetzt kippe ich in die Richtung, wo die Stütze weg ist. Und halte ihn gleich fest. Ihr könnt so neben ihm liegen bleiben oder auf ihm drauf bleiben, wie ihr Lust habt, das ist völlig egal. So, noch einmal. So. Hier, der schiebt mich nach hinten. Einmal zu ganz vorne. Der schiebt mich nach hinten. Und ich lasse mich von dem schieben. Nehme ihn gleich zwischen meine Beine. Eine Stütze weg. In die Hände klatschen. Ein Bein hier unterhaken. Und jetzt kickt ihr ihn hier dahin, wo keine Stütze ist. Da kickt ihr ihn rüber. Und halten ihn gleich fest. So Umdreher hat keinen Namen. Muss man nicht wissen. Wir müssen nur den so umdrehen können. Okay, Zeit läuft. Machen wir 30 Sekunden. Zeig es mir mal vor. Ja, ich habe mich umdrücken lassen. Er liegt zwischen meinen Beinen. Ich habe ihn umarmt. Ah, ganz wichtig, weil ich nicht richtig gezeigt habe. Ich zeige es mal zu der Seite. Nicht so machen, sondern ein Arm ist richtig um den Kopf gewickelt, wie bei Käsegatame. Richtig nur um den Kopf. Und jetzt die Stütze wegmachen.
Und dann klatschen. So. Und jetzt kippen. So klappt das nicht so gut, weil er den Arm jetzt hier darüber nehmen kann. Ihr müsst um den Kopf sein. Klatschen. Einhaken hier. Wegkicken, festhalten. Habe ich vorher nicht erklärt, habe ich letztes Mal, soweit ich weiß, ziemlich genau erklärt, dass ihr den Arm um den Kopf nehmen müsst. Ja, sonst funktioniert das nicht. Gut, stopp. So, das war's fürs Judo für heute wieder. Wir dehnen uns noch so ein bisschen. Machen diesmal die Beine breit. Nora sagt im Turnen im Hausecke. Hier eine Ecke machen. Und dann gehen wir. Okay, in der Mitte so weit vor wie möglich. Das klappt bei mir nicht mehr so dolle. Aber ihr seid vielleicht jünger und schafft es vielleicht sogar mit dem Bauch oder mit der Brust auf den Boden zu gehen. Ganz weit vor. So weit wie möglich vor. Knie nach unten, nicht die Knie hochnehmen, sondern die Knie sind immer unten. Gut, dann drehen wir uns immer über die Zehenspitzen drüber. Auch hier die Knie unten lassen. Ganz weit nach vorne. Und wir gehen in die andere Richtung. Gut. Die Beine zusammen. Wir gehen hier nochmal nach vorne. Wir gehen uns hin. Das kann ich jetzt nicht ganz so gut zeigen, aufgrund meines Fußes. So, dann nehmt ihr die Hände nach hinten. Und dann drückt ihr euren Popo nach oben. Ah, oh, mein Fuß. Ja, so dass Spannung hier in den Oberschenkel entsteht. Also, so hingehen. So, Beine ablegen. Nach hinten gehen. Und Popo nach oben. Hier die Spannung. Und schön halten. Ich zähle von 10 auf 0 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Gut. So, dann legen wir uns auf den Rücken. Ein Bein lang, das andere Bein die Kniekehle umarmen. Ganz nah das Bein ranziehen. Jetzt die Fußsohle so hoch zur Decke drücken. Ja? Spannung muss hier sein. Hinteren Oberschenkel. Gut, Seite wechseln. Armen, Beine lang, Zehen zu euch und jetzt Fußsohle gegen die Decke. Spannung muss hier sein, in den Oberschenkel. Seht ihr, mein Fuß zittert ein bisschen, wenn ich das hochdrücke. Gut, noch eine billige Übung. Wir machen einen Katzenbuckel, das heißt, wir haben den Kinn auf die Brust rollen und so weit wie möglich ein. Rücken schön nach oben. Und wir machen das Hängebauchschwein. Richtig, Bauch nach unten hängen lassen. Durchhängen. Genau. Dann ziehen wir uns zusammen, machen einen Katzenbuckel. Und Hängebauchschwein. Gut. Setzen wir uns hin. Arm in den Kopf und den Arm so weit wie möglich in den Kopf ziehen. Seite wechseln. Gut, Hände zusammen, hinter den Kopf, Kinn auf die Brust. Gut, und wer will und wer kann, kann auch die Gefangenenübung machen. Ansonsten sind wir durch. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ich hoffe, dass wir diese Woche noch Infos bekommen, wie es nächste oder wie es dann im Dezember weitergeht mit dem Sport. Deshalb lest den Newsletter oder checkt mal unsere Homepage nächste Woche. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder noch mal ein, zwei, drei Wochen über ein Video nur sehen. Okay, so viel dazu. Macht wieder das Prüfungsprogramm, wer Prüfung machen will. Ich wünsche euch also eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Tschüss, ciao. Bye, bye.